Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den HC Empor Rostock. Endstand vor 2538 Zuschauern 34:18. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch hier in die Runde an den HC Erlangen. Ich denke mal, es ist ein Sieg, der in der Höhe völlig in Ordnung geht. So. Wir waren also nicht in der Lage, heute irgendwo was auszurichten. Das war einfach das Problem, dass wir es nicht geschafft haben, die Erlanger Abwehr vor größere Probleme zu stellen. Uns fehlt einfach die Durchschlagskraft aus dem Rückraum. Wir haben keine leichte Tore erzielen können. Und dadurch konnte Erlangen relativ defensiv stehen bleiben, auf Ballgewinne warten, dann Konter laufen und dann verliert man so ein Spiel eben auch in der Höhe. Ich habe trotzdem versucht, halt meinen jungen Leuten Einsatzzeiten zu geben, sodass sie Erfahrung sammeln können. Denn das ist das, was uns dieses Jahr ja, in mehreren Spielen blühen kann. Wir müssen sehen, dass wir die jungen Leute ranführen an die zweite Liga. Die müssen auch in solchen Spielen oder aus solchen Spielen, aus solchen Erlebnissen eben auch lernen. Dass es nun nach dem Sonntag eben so hart wird mit dem Lernen und wir so hart landen, haben wir uns vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Aber muss man einfach sagen, es hat Erlangen wirklich sehr gut gemacht und von daher auch in der Höhe völlig verdient so gewonnen. Vielen Dank, Herr Zirke. Robert, wie hast du die vergangenen 60 Minuten gesehen? Ja, auch schönen guten Abend. Schönes Spiel, war schön wieder zu Hause zu spielen für unsere Fans. Und ich finde, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wie Aaron gesagt haben, wir könnten mit unseren großen Leuten in Abwehr schon viel defensiv stehen und einfach warten, weil wir haben nicht so viel Durchschlagskraft aus dem Rückraum. Das hat es einfach gemacht für unsere Torhüter, unsere Abwehr und dann ist es halt schwer. Und dann vorne haben wir auch zu einfache Tore, zweite Welle, schnelle Mitte, sind leicht durchgekommen mit unserer Größe, physisch gegen diese jungen Spieler. So, das war einfach ein gutes Spiel. Vor allem bin ich sehr zufrieden mit zweiter Halbzeit. Das ist immer schwer, wenn man hoch führt in einer Halbzeit und dann weiter nachlegen. Aber das haben wir auch endlich kapiert und gut gemacht. Das brauchen wir immer machen, dass man nicht aufhören zu spielen. Und das war ein super Schritt nach vorne heute. Aber das war erst zwei Spiele, was wir gewonnen haben. Zu Hause wissen wir, dass wir gut spielen können. Wir sind stark, wir haben Publikum im Rücken und so weiter. Jetzt müssen wir alle diese Sachen mitnehmen und das auch genauso gut auswärts machen. Vielen Dank, Robert. Stefan Adam, wie sieht dein Resümee aus? Ja, erstmal freue ich mich wirklich sehr, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich mit zwei Siegen zu starten, auswärts mit dem auf dem Papier vielleicht nicht ganz so schwierigen, aber in der Realität sehr, sehr schwierigen Spiel in Neuhausen, was wir ja dann, wie alle wissen, gewinnen konnten. Und heute eben mit dem Heimspiel gegen Rostock eine ähnliche Situation. Aber wir wussten alle, dass das heute nicht einfach wird. Und freue mich natürlich, dass wir so souverän das heute gestalten konnten und dass man gesehen hat, auch welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Auf der anderen Seite warne ich wirklich davor, das überzubewerten. Wir haben sicherlich noch viel zu tun und viel Luft nach oben. Es gibt für alle Außenstehende meines Erachtens viel Grund zur Euphorie und das merkt man auch, dass alle sich freuen, dass es wieder losgeht. Aber für die Mannschaft und den Trainerstab geht es wirklich darum, sich jede Woche voll zu fokussieren und da wird uns jetzt in Schwartau wieder eine ganz, ganz schwierige Aufgabe erwarten über nächstes Wochenende und ich hoffe, dass wir da auch uns gut präsentieren und dann vielleicht punkten können und eine gute Vorlage geben für das erste richtige Topspiel, was wir dann schon haben gegen Friesenheim eine Woche drauf. Da hoffe ich, dass wir auch wieder eine tolle Kulisse haben und dann hier wieder gemeinsam Gas geben können.